Wie viele Menschen sterben, weil das Coronavirus in Umlauf ist? Statistiken zur sogenannten Übersterblichkeit können helfen, diese Frage zu beantworten. Die Übersterblichkeit gibt an, wie viele Menschen in einem bestimmten Zeitraum mehr gestorben sind als üblich. Es geht also um eine erhöhte Sterberate. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht schon seit einiger Zeit Daten zur Übersterblichkeit, die regelmäßig aktualisiert werden. Ja, und wir wollen nun nachfragen. Und zwar spreche ich jetzt mit Dr. Felix Zorniden, Experte für Demografie und Sterbefallzahlen im Statistischen Bundesamt. Guten Tag. Hallo, Frau Gerhardt. Herr Zorniden, gibt es denn eine Übersterblichkeit durch Corona? Also im Zuge der ersten Welle im Frühjahr haben wir durchaus einen Effekt gesehen. Im April zum Beispiel waren die Sterbefallzahlen in Deutschland um 10% erhöht. Und regional waren die beiden Bundesländer eben besonders betroffen, wo wir auch besonders viele Covid-19-Todesfälle gesehen haben. Das sind die beiden süddeutschen Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg. Und auch wenn wir uns das altersspezifisch angucken, haben wir gesehen, dass die Sterbefallzahlen besonders in der Altersgruppe 80 plus erhöht waren, da wo eben auch die Covid-19-Todesfälle gehäuft auftreten. Und jetzt haben wir die Situation im Oktober, dass die Covid-19-Todesfallzahlen wieder von Woche zu Woche angestiegen sind. Also Anfang Oktober waren es noch unter 100 pro Woche. Jetzt Ende Oktober sind es schon über 600. Und im gleichen Zuge sind dann eben auch die Gesamtsterbefallzahlen wieder über das durchschnittliche Ausmaß hinaus angestiegen. Anfang Oktober waren die Sterbefallzahlen noch durchschnittlich. In der zweiten Oktoberhälfte sind sie wieder leicht überdurchschnittlich. Mhm. Aktuell, Sie haben es ja auch gerade gemeldet, hatten wir jetzt sogar 426 Todesfälle in der Spitze, die an einem Tag beim Robert-Koch-Institut gemeldet wurden. Für den November haben wir allerdings die Gesamtzahlen jetzt noch nicht vorliegen, sodass wir da die Auswirkungen ganz aktuell noch nicht quantifizieren können. Können Sie vielleicht noch mal, Vergleich, ja, Entschuldigung, können Sie vielleicht noch mal erklären, warum es wichtig ist, die Sterbefallzahlen allgemein immer im Vergleich heranzuziehen und nicht nur die Corona-Toten allein zu betrachten? Bei Covid-19 hat man natürlich immer diese Diskussion, ist jemand an oder mit Corona gestorben? Und die Frage, erfassen wir da jetzt alle Todesfälle? Gibt es eine Dunkelziffer? Und bei den Gesamtsterbefallzahlen ist es so, da kann man von einem erwarteten Verlauf ausgehen. Und wenn die gesamten Sterbefallzahlen jetzt über dieses erwartbare Maß hinaus ansteigen, dann ist das ein relativ klarer Befund, der nicht abhängig ist von den ganzen Diskussionen, die man da hat bei der Definition der Todesursache. Und in anderen Ländern haben wir eben auch ganz klar gesehen, dass diese Befunde zur Übersterblichkeit deutlich stärker sind als das, was an Covid-19-Todesfällen gemeldet wurde. Und die Gesamtsterbefallzahlen sind da einfach eine gute Quelle, um dieses Gesamtausmaß der Krise im Hinblick auf die Sterblichkeit zu bemessen. Sie nutzen ja für Ihre Statistiken immer die durchschnittlichen Zahlen der vergangenen 4 Jahre. Warum das? Das hat im Prinzip zwei Gründe. Auf der einen Seite wollen wir berücksichtigen, dass es auch Schwankungen in den jährlichen Daten gibt, die ohne Corona auftreten, also unterschiedlich starke Grippewellen zum Beispiel. Auf der anderen Seite wollen wir eben auch berücksichtigen, dass die Altersstruktur der Bevölkerung sich verändert und das hat vor allen Dingen langfristig Auswirkungen, vor allen Dingen mehr Ältere, mehr Sterbefälle. Und wenn wir da jetzt zum Beispiel einen 10-Jahres-Zeitraum nehmen würden, wäre der Effekt zu groß. Wenn wir nur auf ein Jahr gucken würden, wäre dieser Effekt Vorjahresvergleich, wie war da zum Beispiel die Stärke der Grippewelle zu stark. Und jetzt auf 4 Jahre zu gucken, ist da ein guter Kompromiss. Das machen im Prinzip auch die anderen Institutionen, die ähnliche Vergleiche anstellen, dass man da immer so auf 4 bis 5 Jahre guckt, um die aktuellen Zahlen einzuordnen. Immer wieder wird ja auch von Corona-Skeptikern angeführt, die Menschen sterben auch so. Weiß man, wie viele Menschen normalerweise um diese Zeit sterben? Also April und Oktober, das sind eigentlich klassischerweise Monate, die unabhängig sind von starken saisonalen Schwankungen. Da sterben immer so um die 75.000 Menschen. Jetzt haben wir dieses Jahr im April ungefähr knapp 84.000 Sterbefälle beobachtet. Jetzt im Oktober 2020 knapp 78.000 Sterbefälle. Und da muss man natürlich auch immer im Hinterkopf haben, das sind alles Verläufe, die wir gesehen haben, trotz der Maßnahmen. Wir haben halt starke Maßnahmen ergriffen, um das eben genau zu verhindern, dass besonders viele Maßnahmen sterben. Und das muss man eben immer im Hinterkopf haben, wenn man diese Zahlen versucht einzuordnen. Und in anderen Ländern waren die Befunde eben deutlich, deutlich stärker, als wir das in Deutschland gesehen haben. Auch deutlich stärker als im Vergleich zu Grippewellen in den Vorjahren. Und sterben jetzt durch Corona mehr als sonst, zum Beispiel während einer Grippewelle? Oder sterben jetzt sozusagen die gleichen Leute, die sonst womöglich an Grippe sterben durch Corona? Der Vergleich ist natürlich schwierig, weil die Grippe auch unterschiedlich starke Auswirkungen hat in den einzelnen Jahren. Den Effekt, den wir durch Corona jetzt im April gesehen haben, da hatten wir schon Grippewellen, die hatten stärkere Auswirkungen. Und
Grippewellen, die hatten schwächere Auswirkungen. Aber auch da muss man eben im Hinterkopf haben, das ist jetzt ein Verlauf, den wir mit den Maßnahmen gesehen haben. Deswegen ist der Vergleich ein bisschen irreführend, wenn man den so einfach anstellt. Dankeschön für das Gespräch, Dr. Felix zur Nieden, Experte für Demografie und Sterbezahlen vom Statistischen Bundesamt. Dankeschön. Sehr gerne.